Alter, was geht ab, Leute? Und hier? Ich suche das zweitbeste bei mir in München. Ich warte noch auf eine Kollegin. Ihr wisst, danach checken wir mal Bubble Tea ab. Ich bin schon mal vorgegangen, weil gleich daneben ist der Bubble Tea Laden. Ey, das ist voll die kranke Straße. Da ist dieses Soulmate, Korean Soul Food, Street Food. Da war ich schon mal. Dann dieser Bubble Tea Laden, den ich danach abchecken werde. Dann da Jupiter, Hot Pot. Da war ich auch schon. Und dann der Laden, den wir jetzt abchecken. So, Menü, Leute. Wir haben Ramen und Banh Mi. Zwei Spots auf einmal. Super effektiv sind wir heute. Ein kleiner Blick rein, Leute, weil ist nicht viel los. Was sehr schade ist, das Gericht, was uns angesprochen hat, das haben sie seit einem Monat nicht mehr. Super, super schade, weil bisher gibt es das nur einmal in München. So, Ramen und ein Banh Mi. Okay, du kannst. Ich bin mit meinen Freunden. Ein Minuspunkt schon mal. Es gibt keinen Ramen-Suppenlöffel, es gibt halt nur den deutschen Löffel. Und ihr wisst, da passt nicht so viel Brühe drauf. Brühencheck. Seetang. Ein bisschen näher hier, Leute. Suppe immer gefährlich. Ein halbes Ei. Ich war der Einzige, der Ramen bestellt hat. Was haben Sie mit dem anderen halben Ei gemacht? Aufgegessen. Fleisch war okay. Hatte schon oft schlechteres. Haut aber auch nicht immer so. Fleisch 4 von 10 wahrscheinlich. Unteres Mittelfeld. Bleibt bei einer 4 von 10. Vielleicht 3,5 von 10. Siehst nicht begeistert aus. Banh Mi, ja? Suppe, nein. Für das Banh Mi würde ich wiederkommen. Für diesen Kann das, ja. Warte. Ich habe alles am Start. Keine deutsche Leberwurst. Keine deutsche Leberwurst. Sehr traditional. Schmeckt man auch gut, stabil. Knusprig, fluffig, weich. Brot kann was. Gemüse kann auch was. Ja, Gemüse kann auch was. Fleisch kann auch was. Wie gesagt, sie wird dafür nochmal kommen. Das war's, glaube ich, auch schon mit diesem Video an dieser Stelle. Also mit dem Spot. Wir checken danach ja noch ein Bubble Tea ab, aber es gibt nicht viel zu sagen, Leute. Mhm. Also sorry, aber die Leute, die mir den empfohlen haben und von dem geschwärmt haben, was mit euch? Der ist. Banh Mi ist gut, ja, aber ihr habt ja das andere Zeugs gegessen. Und das andere Zeugs ist unterdurchschnittlich. Der Ramen ist leider echt nicht. Okay, Leute, sie gibt ihr Ranking.
Den findest du besser als? Bami-Haus. Als Bami-Haus, ja, okay. Bami-Haus war auch nur okay. Genau, der war nur okay. Natürlich besser als G2, ganz klar. G2 ist leider ganz, ganz okay. Mhm. Aber der hier finde ich jetzt aktuell nach Wang Yiming der zweitbeste natürlich. Aber aktuell ja. Wir checken ja noch ein paar. Das stimmt. Weil Pâté ist vietnamesisches Pâté. Du schmeckst es auch. Es hat hier eine gute Soße, also genug, dass es hinten noch ein bisschen rausläuft. Brot hat den guten Crunch, innen weiter noch Chewy. Soft. Fleisch ist definitiv Rindfleisch. Keine Buletten, Frikadellen. Mhm. Und die haben hier wirklich viel Koriander gegessen. Mhm. Und es ist ein gelegtes Gemüse. Mhm. Oh, das ist besser als vor wo? Ja. Ja, weil das kein Dingbrot ist, kein Dönerbrot. Und keine Kräuter. Mhm. Aber es war eigentlich wie Döner, nur anstatt Ding, Dönerfleisch, anderes Fleisch. Eine kleine Pause, Leute. Nicht, weil ich satt bin, sondern weil es so underwhelming ist. Ich brauche erstmal Motivation wieder. So, jetzt sind wir doch hier gelandet. Wie gesagt, das Essen da war leider nicht so befriedigend. Die Dame hat noch Bock auf Fried Chicken und der Laden hier ist eigentlich stabil, nur ist halt ein bisschen abgelegen. Gönnen Sie sich. So, the Bubble Tea, Leute, Dalton's Bakery. Bisschen anders hier. Not Asian, bisschen hier so German, nicht German, aber ihr wisst, weißhäutige. So ein bisschen Hawaii, Surfer, weiß schon. Den hier. The Machine. The Bubbles. So. Ihr wisst, einen milchigen, einen fruchtigen. Und weil die auch noch Donuts anbieten. So, ich bin gespannt, wie gespannt du warst. Immerhin hat es noch Biss. Leicht. Süße. Schmeckt nach nichts, ja. Ja. Es schmeckt wie, kennt ihr diese Tabletten? Diese, ja nicht Brausetabletten, aber Waterdrop. Oh mein Gott. Waterdrop. Das werft ihr ins Wasser und dann hat das Wasser Geschmack, aber es ist nur ganz leicht. Mhm. Schön Waterdrop. Beide sind mit 0% Zucker. Also nichts gegen den Herrn, der war sehr nett. Aber er war auch schon ein wenig älter. Ich glaube, der Brie hat einfach Zucker vergessen. Aber tatsächlich immer noch nicht der schlechteste. Also man kann es austrinken. Man kann es tatsächlich austrinken. Was willst du? Ich wollte ein Foto machen. Dann mach doch, ich habe noch nicht angebissen. Nur du. Ich bin professional. Selbst ohne Zucker besser als der Bioladen mit Zucker. Das ist das Kranke. Besser als dieser Benitualimarkt, der Vietnamese. Besser als. Besser als der Dönermann. Der hatte zu viel Süße. Und der hatte so einen komischen Sirup, das war kein normales Zucker. Dalton's Bakery. Mhm, okay. Und ja, danach kommt eigentlich auch schon der, also drittletzter. Aber wir haben noch eine Menge vor uns. Da kann sich noch einiges ändern. Das Spiel ist noch nicht zu Ende, Leute. Da können noch ein paar von hinten das Feld aufmischen. Ein paar Newcomer. Ein paar, die hat man nicht auf dem Schirm.
ein paar Giganten können fallen. Wobei eigentlich nicht, die Giganten sind schon eigentlich, die sind zu krass. Ja, aber das Spiel ist offen. Wer wird Bubble Tea König in München? Die Favoriten sind Kambay, Vierli, Lupti. Ich habe bei Kambay schon mal 0% gehabt. Ja. War mehr Flavor. Ja. Das Wasser, als würde ich Wasser trinken. Water drop. Oh! Was sind das für Bissen, Leute? Man muss den Ring zerstören. Da sind zwei Füllungen. Hast du es nicht gesehen? Deswegen habe ich es gezeigt. Ich habe genau reingebissen, wo rechts Karamell und links irgendwas anderes war. Creme oder so. Was redet der für Bissen? Donuts, nicht 0% Zucker. Ja, Kuss geht raus an den älteren Herrn. Ich denke mal, der Besitzer. Ich musste halt die Teller reinbringen von den Donuts. Da hat er nochmal nach Feedback gefragt. Dann habe ich halt gesagt, ja, die Donuts waren lecker. Hat er sich gefreut, aber hat er auch nochmal gefragt, ey, wie ich die Bubble Tea fand. Dann habe ich nochmal wiederholt, ich fand die Donuts lecker. Und dann hat er schon verstanden. Ich wach so auf, es gibt so ein Statement von meinem alten Boss gegen GMC. Also das Statement von GMC habe ich verpasst, schaue ich mir jetzt so an. Das haben die irgendwie vor 9 Tagen hochgeladen. Also mein alter Boss war damals auch vor Krypto, war Run Fighting Pro7 / Sat1 Sport. Interessant, vor allem wenn man da halt weiß, was abgegangen ist und dann sieht, hey, wer sagt da nicht ganz die Wahrheit. Das war's von mir und Subol. Kuss geht raus an den einen Zuschauer, der mir Subol empfohlen hat. Ich wäre da aber auch so hingegangen, weil ich habe schon gesehen, dass die Bangmi hatten. So habe ich dann auch erfahren, dass die Ramen haben. Und Bangmi war gut. Ramen, ja, yeah, kann man machen. Muss nicht sein. Eher das Bangmi dort. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Mine. See you in business und ciao.